Nachrichten. Ihr seht das gar nicht. Bus-Simulator 21 erscheint am 7.9.2021. Wir freuen uns, euch heute das offizielle Release-Datum des kommenden Nachfolgers unseres beliebten Bus-Simulator, super beliebt, ey! Alle wollen das zocken! Braucht keine neuen Features, braucht neue Unterhaltung. Moin, Mädels! Ich hab einen stehen. Ich bin's wieder, euer Kato, der Kalle Kofiki, Alter. Ja, und ich habe euch ja versprochen, dass es einen Bus-Song geben würde, nicht wahr? Naja, und ich habe ja gesagt, bei 500.000 Abonnements gibt's den Song. Und jetzt zeige ich euch einen kurzen Ausschnitt aus dem Song. Denn den gibt's wirklich, Digga. So. Und Abfahrt! Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Pondier. Manchmal muss man sein Maul halten, wenn man nichts kapiert. Alles, was ich will, ist eure Katze heute Pier. Naja, das war jetzt wirklich ein Ausschnitt aus dem Song. Also der Song ist schon fast fertig, wir brauchen noch ein Refrain. Ihr habt ja diese Melodie gerade gehört. Ja, und wenn euch da coole Lyrics einfallen, dann droppt die mal in die Comments. Vielleicht werden sie dann verwendet. Also es muss halt so auf die Melodie abgestimmt sein, weißt du, ich meine, Alter. Ja, und abonniert rein. Dann bete ich euch jetzt mal dafür, dass ich hier leiden muss. So. Bei 24-Stunden-Stream haben wir ordentlich Level gebuttert. Ihr seht es jetzt schon, ich bin Level 9. Wir haben uns, deswegen sind wir auch im Minus, schon den den Bus gekauft. Ich muss mal den Sweat hier abwischen, Digga, weil ich fett bin, Digga. So, ich bin wahrscheinlich der krasseste Bus-Simulator-Spieler der Welt, weil ich die Story spiele. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir haben auch im Stream mitbekommen, es gibt eine neue Katze. Schrödinger heißt die. Und es gibt eine andere Serie, der Name fällt mir nicht ein. Irgendwas mit Katzen. Oder so. Wir haben jetzt auch mehr Leute eingestellt, wie ihr seht. Es sind deutlich mehr Leute am Maken. Fahre die Strecke mit einem Erdgasbus. Ehre in den Arsch haben wir, glaube ich, im Stream gemacht. Und wir müssen die neue Kaki fahren. Mit unserem neuen Erdgasbus, Digga. Fahren wir mal los. Also sind ja deutlich, deutlich weniger Plätze, ne? Und normale Unbelohnung. Und hinten hat er, glaube ich, so einen dicken Apparat, ne? Naja, so dick ist der auch nicht. Aber hier ist, glaube ich, Erdgaseinfluss. Motor. Dreif. Also ich bin sehr gespannt, ob wir heute Schrödingers Katze nochmal hören. Und wie hieß nochmal diese Serie, Digga? Ja? Die Erdgasmühle, die fährt sich. Ist das sauberer? Ist Erdgas sauberer als so ein Diesel? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, Diesel ist so das Schlimmste. Ey, was? Junge, wieso fährt der mir an der Seite rein? Es gibt wieder einen Taui-Abzug. Ich hatte ja schon eine Idee für den Refrain, für den Song. So ein bisschen wie, ich mach Ticketverkauf, wie Scheiß auf Mauzi, halt dein Schnauzi, de. So. Und ich bin ja nervlich, bin ich schon komplett am Ende. Wenn ich mir die Scheiße hier noch ein bisschen geben soll. Jetzt kommt ja Mitte des Jahres noch ein Bus-Simulator. Versteht ihr, wie ich das meine? Sobald der rauskommt, stehen die Leute doch bei mir vor der Tür und sagen, Kalle, fahr Bus, Digga. Ihr wisst gar nicht, was das für ein Mental-Druck hinterlässt. Man muss ja auch immer performen als Busfahrer. Weil, nein, kein Wunder, dass die Deutschen immer Urlaub auf Malle machen. Die werden hier ja krank bei solchen Berufen. Die armen Malle-Menschen. Malheurs. Oder so. Ich fahr jetzt hier rein, ist mir Latte. Latte ist mir dat. Blinker korrekt eingesetzt, Alter. Korrekt von mir. So. Ja, aber der irgendwie stottert der ein bisschen, ne? Das sieht auch alles scheiße aus. Mit so einem Erdnussbus hier kannst du keine Ladies abschleppen oder keine Boys. Je nachdem, was einem so gefällt. Damit kann ich doch nicht im alten Sägewerk vorfahren. Da lachen die mich doch aus, du. Also für den privaten Gebrauch ist so ein Linienbus echt nicht praktikabel. Bin ich early. Jetzt kommt die erste Halde. Ah, da ist schon wieder ein Kollege. Ja, moin. Alter, wie voll ist das denn hier? Bruder, ist irgendwie heute Sonntag oder was? Ich hasse es, wenn ich so früh aufstehen muss. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Ach so, ist morgens, ne? Dämmerung, haben sie gesagt. 13 Euro Rückgeld. Du bist der erste Fahrgast. Wegen dir müssen alle warten. Wegen dir müssen alle warten. Nur wegen dir. Findest du das gut? Sag mal.
Ich hab jetzt hier gleich auch schon Arthritis im Finger oder so. Nur wegen dir. Mann, Mann, Mann. Also die Leute denken, die können mich hier verarschen, ne? Aber ich bin schon auf Arbeit. Ich komme nicht mehr zu spät. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich hab an den neuen Superheldenfilm gedacht, der gerade angelaufen ist. Ja. Meine Fresse. Ach so, guck mal, die warten alle auf den anderen. Die wollen gar nicht bei mir rein. Gibt's eine Konkurrenz bei mir in der City oder was? Auf welchen Bus wartet ihr? Ist das meine? Boah, da sitz ich drin. Das bin ich. Wie geht das? Mach auf hier. So, geht mal. Geh mal alle schön jetzt rein. Einer nach dem anderen. Ich will mal wissen, ob der Tickets verkauft. Sag mal, wie arbeitest du denn? Also ganz ehrlich, tut das Not, dass du die Leute hier einfach so reinlässt? Ich muss ja jetzt alle kontrollieren. Was? Ja. Ach so. Ja. Hier. Ja. Arschloch. Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Bouncy. Das Katzenbild war für ihn bestimmt, nicht für mich, du Arsch! Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ein Schwarzfahrer. Beim Kollegen. Beim Kollegen. Weißt du, ich bin hier ganz zufällig auf Streife bei dir im Bus und du hast die Eier, dir keine Karte zu leisten oder was? Da würde ich dir am liebsten 240 für abziehen. Na, schön rein in die Abo-Box, weißt du, wie ich mein? Leg das Handy weg. Leg das Handy weg. Leg das Handy weg! Sieh zu, dass du das hier anständig machst, ne? Sonst weht da ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag, du, ne? So, tschüssi. Mann, 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 du, der Schirle. Augenblick. Da. Hier, bitte. Ja, ja. Was? Ach so, hier. Ja, bei mir ist alles unter Kontrolle, ne? Weil die fahren hier nicht, ohne Fahrkarte. Oh Mist. Ich hab vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. Oder es ist 7 Uhr morgens. Kannst ja wohl noch. Ich geh nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Oh ja! Nimm die Scheiße hier! Heute bin ich. Ich hab meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ja, wahrscheinlich bist du 1,60 und er 1,80. Das wundert mich jetzt nicht, du. Ist das hier hinten denn so dunkel? Digga, weil wir alle noch pennen, halt doch mal dein Maul. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. So, Andreas, ne? Bleib schön stehen, du Arsch. Gibt's keine Abteilbeleuchtung? Dann halt doch mal die Maulis! Ehre, Ehre. Ich fühl's, Leute. Erwischt. Ey, ist doch 70. Da ist doch original 70. 3 Meter danach. Aber vorher nochmal schön ein Wegblitzen, ne? Was ist das denn? Meine Fresse, du. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Wenn du danach dein Maul hältst. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Fahren die für die Synchronsprecher bei ProSieben nicht, oder was? Musst du jetzt hier Bus scheppern? Opfer. Hallo! Ey, ich hab hier wirklich Eile! Ich bin schon über den Dampfer! Nimm scheiß Hustenbonbon. Wie bin ich denn hier gelandet? Haben die irgendwie Sackhaare geschnüffelt? Was ist da los? Jetzt weiß sie nicht, wo die ist. Mann, diese Löcher, Digga! In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Sweet Home Alabama! Und die gehen jetzt alle feiern. Bis dann. Ja, tschüss. Ich liebe diesen neuen Bus. Alter, danke. Ehre, Digga. Endlich mal einer, der appreciated. Danke. Dass wir hier auch wirklich mal, ne, leisten. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Hab ich nicht. Ich werde die Polizei rufen und die werden dich einkerkern, damit das mal klar ist. In meinem neuen Erdnussbus hier. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Es reicht langsam. I love my life, you know what I mean, bro. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? In welchen Film? Ich habe an den neuen Superheldenfilm gedacht. Ja, genau. Der gerade angelaufen ist. Ja, klar. Wieso fragst du random irgendwelche Menschen, nur weil du alt bist, ob sie mit dir ins Kino gehen? Wasch dich! Ich war gerade ganz kurz auf 69 km/h. Ihr blinkt beim geradeausfahren. Sag mal, habt ihr die Pfanne heiß oder was? Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Danke, Digga. Ich glaube, bei mir will auch jeder in Deutschland mittlerweile mal im Bus sitzen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin einfach ein ganz entspannter Typ. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Oma, sag's ihr. Ne? Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Sag
Sag mal, Oma, hast du nicht gerade gesagt, du willst nicht gespoilert werden? Und dann erwinde den Länder so ein Deinserge. Denkst du, Hans kommt wieder zurück in meinen Arsch? Wen juckt das? Wasch dich! Donald, wir sind spät dran. Halt die Fresse! Forschungslabor, Endstation. Sich perfekt bitte hier in diese Bucht reinballer, Digga. Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Wo ist jetzt Busverbot? Nur 3 Sterne fast? Oh, fast Level 10? Oh. Ausgezeichnete Arbeit. Ah! Ich wusste...